herzlich willkommen zur nagelneuen Filmkritik hier beim Telestammtisch. Und ihr könnt es schon im Hintergrundsound hören, es ist irgendwie laut. Wir sitzen nämlich in einer Bar, trinken Bier, genau genommen trinken wir 5 verschiedene so Craft-Biere und bereiten uns seelisch und moralisch schon auf einen Film vor, den wir uns gleich genauer anschauen werden. Und ich begrüße jemanden, der hat ganz, ganz viele Namen. Hallo Heinz-Jürgen. Hallo. Heinz-Jürgen, wir werden uns heute zusammen einen Film angucken, auf den wir uns schon total mega freuen, von dem wir beide schon den Trailer gesehen haben und wir sind jetzt quasi noch im Vorabgespräch. Das heißt, wir spekulieren jetzt mal eine Runde über den Film, der den Titel Searching trägt. Searching ist ein Film, der 102 Minuten lang geht, ist ein Drama-Mystery-Thriller und bringt eine ganze Menge, also hat eigentlich ganz gute Kritiken bis jetzt. Director Anish Chaganti hat das Ganze auch geschrieben, zusammen mit Seth Ohanian. Und um es kurz zu machen, es könnte ein Horror-Thriller-Film sein mit sehr vielen Internet- und Social-Media-Aspekten. Genau, das wissen wir noch nicht so genau. Ja, und Hans-Peter Uwe Jürgen, sag mal, du hast ja den Trailer nun schon gesehen. Was erwartest du von dem Trailer, nachdem du den Trailer schon gesehen hast? Ja, erstmal, was heraussticht, ist halt, dass man im Trailer sehen kann oder vermutet, dass die sozialen Medien mal, sagen wir mal, ein bisschen realistischer oder auch glaubwürdig rübergebracht werden. Also was in zwei Minuten halt sichtbar ist. Und das macht das Ganze halt ein bisschen interessant. Ich meine, der Rest ist halt natürlich Thriller, das ist schon gerade gesagt, und eigentlich ein klassischer Film. Und ja, das ist der Hauptpart. Und das ist jetzt diese ganze Internetgeschichte. Also ich meine, wir sehen viele so Aufnahmen, die offensichtlich mit einer Webcam geschossen worden sind oder zumindest den Eindruck vermitteln, schon im Trailer. Wir sehen viel so dieses wie heißt es bei Apple, dieses FaceTime, glaube ich. Sehen wir viele Sachen, also generell viel so, ja, eben auch Skype-ähnliche, Videotelefonie im weitesten Sinne. Und damit schlägt er in eine Kerbe von Filmen, wie ich sie gefühlt in letzter Zeit immer mal irgendwie mitgenommen habe. Ich könnte jetzt keine einzelnen Titel benennen, aber wenn... ich habe schon den Eindruck, als hätte es in letzter Zeit so 3-4 weitere Filme gegeben, die alle mit diesem Stilelement spielen, dass man eben aus dieser Webcam-Perspektive den Film zeigt. Insofern bin ich da sehr gespannt. Wir sehen hier laut IMDb auch, gibt es exakt einen Schauspieler, den ich kenne, nämlich den John Cho, spielt hier einen David Kim. Das ist wohl offensichtlich so, dass der Vater einer jungen Frau ist, die als verschollen gilt. Und er begibt sich wohl auf die Suche. Also ich muss sagen, ich kenne ihn vor allem aus den Harold & Kumar-Filmen. Da ist er mir sehr bekannt und natürlich in seiner Rolle in den aktuellen Star Trek-Filmen, weil er da den Sulu spielt. Da bin ich mal sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und ja, hoffe einfach, dass wir jetzt überrascht werden. Der Verleih war so freundlich uns... Wir dürfen es gar nicht offiziell sagen, aber ich mache es trotzdem. Wir sitzen nämlich eigentlich in einer Sneak Peek. Keiner im Saal außer uns weiß, welcher Film läuft. Und alle anderen haben auch Geld dafür bezahlt. Also sind wir mal sehr gespannt und... quatschen wir gleich nochmal eine Runde über den Film. Bis dann. Hier ganz kurz. Cheers. Prost. Wir haben den Film gesehen. Es ist dunkel draußen und wir müssen uns überlegen, was wir schlau zu diesem Film sagen. Allererste Frage, Herr Hans-Jürgen, Klaus-Peter. Daumen nach oben oder nach unten? So Mitte. So Mitte? Versucht uns doch mal, wir haben jetzt den Trailer gesehen vorhin und haben uns überlegt, was wir so für Erwartungen haben. Um was geht es in dem Film? Ja, im Grunde genommen um eine Kindesentführung. Ne? Das ist das Hauptthema. Daran ändert sich jetzt grundsätzlich auch nicht viel. Aber man kann sagen, er ist technisch interessant konstruiert. Weil alles im Prinzip aus der Perspektive von sozialen Medien oder auch Medien generell, Nachrichtensendungen und so weiter, im Prinzip aufgenommen ist. Und wirklich alles. Alles komplett, also eben, was wir jetzt auch aus dem Trailer gedacht hatten. Wir haben viel diese Webcam-Perspektive, wir sehen ganz viel Videotelefonie, wir sehen dann gegen Ende, wenn es um Highlights geht, auch vieles wie so aus so einer Fernseh-TV-Berichterstattung. Also wir haben nie so Kamerafahrten und generell Kameraperspektiven, Blickwinkel, wie wir sie aus diversen anderen Serien und Filmen eigentlich jetzt auch schon kennen. Und ja, im Endeffekt haben wir quasi so diese Jagd oder Suche eines Vaters, der eben seine vermisste Tochter sucht und begleiten ihn dabei, wie er von verschiedenen Leuten Hilfe kriegt, auf dem Weg eben dann zum Ende des Films. So viel wollen wir mal jetzt an der Stelle noch offen halten. Und muss auch sagen, dass die schauspielerische Leistung, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, ich muss sagen, ich fand das, was der Vater da vollbracht hat, also irgendwie auch glaubhaft. Man hat so das Gefühl, das könnte alles echt sein. Ja, wobei ich das auch darauf ausdehnen würde, wie es quasi übertragen wurde.
der Vater an sich, ja, hat gut gespielt, aber er war im Prinzip auch der Hauptakteur. Plus im Prinzip sein Computer oder auch der Computer der Tochter. Und das dehne ich wirklich darauf aus, auch auf die, sagen wir mal, Mausbewegung oder das Tippen in die Suchmaschine, in dem Sinne, die sehr glaubwürdig auch rüberkam. So jeden Schritt, den man vielleicht auch selbst gemacht hätte, was auch interessant war, einfach mal zu sagen von einem Familienmitglied, wenn es verschwunden wäre, dann wäre ich auch auf dessen PC quasi gegangen oder hätte mir die Sachen dort angeschaut und hätte wahrscheinlich genauso reagiert und wäre genauso vorgegangen. Das deswegen auch sehr glaubwürdig. Also um es nochmal direkter zu beschreiben, wir sehen quasi einfach nur den Bildschirm und was auf dem Bildschirm los ist zeitweise. Also wie wenn man quasi einen Capture vom Bild eben machen würde. Ja, wir sehen halt eben, wie da jemand einen Browseraufruf versucht, sich ins E-Mail-Konto einzuloggen, auf Bankdaten einzuloggen, muss eben Passworte wiederherstellen, Accounts wiederherstellen. Den Verlauf wird gecheckt, auf was für Seiten war er. War die Tochter eben unterwegs und er versucht so Stück für Stück rauszubekommen, was seine Tochter eigentlich für ein Mensch war, von der er anscheinend einen anderen Eindruck hatte, als es tatsächlich der Fall war. Denn es scheint so, als so viel wissen wir auch schon, also die Mutter ist gestorben, das erfahren wir relativ früh schon im Film. Und das ist natürlich einfach ein einschneidendes Erlebnis in dieser Familie gewesen. Und ab diesem Zeitpunkt scheint sich eine Veränderung in der Beziehung auch zwischen Vater und Tochter eingestellt zu haben. So dass da unter Umständen nicht mehr so der volle Einblick des Vaters in den Alltag der Tochter einfach da war. Und er lernt dann eben so Stück für Stück über Videos, die sie hochgeladen hat, über Ucast, heißt diese Seite, die da genutzt wird, und auch vor allem diverse Chatverläufe, die wir eben mitlesen, lernt er seine Tochter quasi neu kennen. Und und da gibt's immer wieder Twists. Wir haben immer wieder neue Verdächtige, von denen wir zeitweise denken, sie wären jetzt aber definitiv derjenige, der vielleicht die Tochter entführt hat. Oder es gibt neue Hinweise, wo die Tochter jetzt eigentlich sein kann. Gerade auch eben, weil der Vater da so sehr hinterher ist und da so sehr engagiert ist, kommt da eben viel zustande. Du hast jetzt auch schon die technische Umsetzung angesprochen, dass wir eben jetzt viel hier, keine Ahnung, eben beispielsweise auch jetzt die ganzen Google-Suche und Co. soweit sehen. Ich hatte den Eindruck, dass der Film eben aber auch viel voraussetzt, dass man eben durchaus wissen muss, was es bedeutet, einen Account wiederherzustellen. Das ist eben, wie die Verbindung ist von wiederhergestellten Codes, die man dann in einem E-Mail-Postfach abrufen muss. Würdest du sagen, der Film setzt viel voraus oder ist das eigentlich alles Standard? Ich denke, er setzt schon viel voraus. Also ich kenne ja selbst relativ viele dieser Medien, wenn auch nicht alle. Also gab zum Beispiel sowas wie Ucast, wo ich jetzt nicht weiß, ob das konstruiert war oder ob das existiert und so weiter. Das ist bei mir noch nicht aufgetan. Aber natürlich gab es andere Sachen wie Instagram und so weiter, die jeder kennt, der in unserem Alter vielleicht ist. Aber ja, eine andere Generation oder jemand, der nicht so viel damit verbringt, kann man nicht viel anfangen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das dann auch vielleicht sogar ein bisschen viel erschreckender für jemanden ist und das deswegen noch interessanter wird. Also ich habe mir das Ganze so angeguckt und habe eher gedacht von der Perspektive her, okay, im Prinzip kannst du ja heute ein ganzes Leben verfolgen von Geburt bis zum Tod und über den Tod hinaus mit Medien. Interessant, krass, das wusste ich noch nicht. Aber ich denke, das war eher so eine technische Faszination, was alles geht. Und für jemanden, der quasi damit sich nicht auskennt. Ich glaube, er wäre trotzdem zurechtgekommen, aber er wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr noch schockierter oder überrascht, was da alles gemacht wird. Ja. Zwei Sachen vielleicht noch, bevor wir dann jetzt auch zum Kurzfazit kommen. Sehr positiv aufgefallen ist mir, dass tatsächlich sogar ein Film, der jetzt eigentlich ein Thriller war, durchaus der ein oder andere lustige Moment drin war. Ich weiß jetzt gar nicht so im Detail mehr, wie das war, aber ganz oft so, dass eben Sachen abgeschickt worden sind oder plötzlich irgendwelche Hänger im Video waren oder so und das ganze Publikum irgendwie diese technischen Fehler oder diese Raffinesse, die durch die technische Darstellung, wie man sie jetzt eben auch aus dem persönlichen, gelebten Internetalltag kennt, da waren einfach lustige Momente dabei. Das hat mich sehr positiv überrascht. Und dann natürlich das Thema Schleichwerbung ist uns auch aufgefallen. Also alle großen Marken, das sind jetzt eben die Social-Media-Plattformen, werden genannt. Überall ploppt das Apple-Symbol auf. Gut, wir sehen ganz zu Beginn, erkennt man das definitiv auch als ein Windows XP-Rechner. Also alles durchaus bekannte Oberflächen. Da bin ich überrascht, dass es überhaupt ging. Und ich bin auch überrascht, dass es nicht nur in der Sprache, sondern auch in den optischen Anzeigen eine komplette Synchronisation gab. Also wir haben hier eben keine englischen Buttons, auf die geklickt wird. Wir haben hier keine englischen Anzeigen, sondern alles komplett die deutsche Fassung. Wie das im Detail
gemacht wurde, weiß ich gar nicht so genau, ob das noch extra irgendwie nochmal produziert wurde, keine Ahnung. Aber es hat mir persönlich sehr gut gefallen. Vielleicht wollen wir kurz zum Fazit kommen. Wir vergeben uns immer so Punkte. 0 wäre das absolute Desaster und 5 wäre das absolute Meisterwerk. Und ich würde mich einfach mal vordrängeln und da vielleicht mal so eine Tendenz geben. Ich persönlich fand den Film gut, ich fand ihn unterhaltsam und ich habe mit dem Twist in der Form nicht gerechnet. Und das, obwohl ich mehrfach zwischendurch drin dachte, jetzt wüsste ich aber, wer der Bösewicht ist, beziehungsweise wer hier den Mist gebaut hat. Aber ich wurde da komplett auf die falsche Fährte geführt. Das finde ich immer ganz toll, weil das nun auch echt nicht bei jedem Film bei mir funktioniert. Und so würde ich insgesamt dem Film 4 von 5 Punkten geben. Ich wüsste nicht, wo ich was abziehen sollte. Ganz im Gegenteil, er sammelt viele subjektive Bonuspunkte, wie unter anderem einfach mal die für mich komplett neuen technischen, also einfach die Perspektiven über diese ganzen Kameras aus den Webcams, den Blick aus der Webcam, den ich jetzt schon erwähnt hatte. Ja, und einfach das Auftauchen vieler Referenzen aus Sachen, die man so aus dem Netz kennt. Ich persönlich fand, wie gesagt, auch die schauspielerische Leistung vom Vater ganz toll, den ich jetzt eben eher in den eher lustigeren Rollen eher kannte. Und kann somit dem Film auf jeden Fall 4 von 5 Punkten geben, würde das aber wirklich auch Leuten, den Film vor allem Leuten empfehlen, die ein bisschen einen Zugang haben, eine gewisse Internet-Affinität mitbringen. Also es müssen keine Cracks sein, das bin ich bei weitem auch nicht, aber so eine gewisse Affinität und Verständnis für das, was da eigentlich geschieht, wäre schon gut. Kannst du mal mit deiner Mama gucken, vielleicht. Das wäre doch ein Deal, ne? insofern 4 von 5 Punkten, was meinst du, wieso dein Fazit? Also ich schließe mich jetzt an. Aber ich würde auch sagen, es schwankt. Also ich finde ihn einfach unheimlich gut gemacht. Auch sehr detailverliebt, also bis auf das Ruckeln in der FaceTime und so weiter. Ist wirklich einfach deswegen auch sehr nachvollziehbar und einfach gut gemacht. So. Aber von der Story her hätte ich es einfach gesagt, fand es jetzt nicht so interessant. Auch wenn die Twists und alles eigentlich nicht vorhersehbar sind. Aber es war einfach eine sehr flache Spannungskurve, finde ich, an der Stelle. Und Ende vielleicht ein bisschen konstruiert. Herr Uwe, Hans-Jürgen Peter, ich danke vielmals für deine Zeit und würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen können. Mal gucken. ihr da draußen seid herzlich eingeladen. Ist ein bisschen creepy hier im Auto. Also. Ja, es ist auch mega warm, aber so neben dir schwitzen ist so eine ganz besondere Erfahrung. Hätte ein Hemd vielleicht nicht ausziehen müssen. ihr da draußen seid herzlich eingeladen, ein bisschen Feedback zu hinterlassen, sei es Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ihr wisst, wie das funktioniert. Auch in dem geheimen Suspekt, einen total geheimen Blog, den es da gibt. Einfach mal ein bisschen Feedback hinterlassen, würde ich mich mega freuen. Ihr könnt den ganzen Spaß eben, wie schon gesagt, auf YouTube finden, auf Spotify finden oder ganz klassisch, wie das beim Audio-Podcast üblich ist, herunterladen. Ladies and Gentlemen, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!